man darf sich das nicht so vorstellen, wenn man Politik macht, dass man dann unbedingt Bundeskanzler werden möchte. Also es ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit irgendwie einem jungen Fußballspieler, der sagt, der größte Traum ist, irgendwie bei der Weltmeisterschaft mal mitspielen zu dürfen. Weil das einfach, weil so Bundeskanzler, Bundeskanzlerin oder auch Vergleichbares, es geht auf ein Level von Politik, wo wir nicht mehr über die 6,5-Tage-Woche reden, von der ich vorhin gesprochen habe, sondern wo wirklich das alles weg. Da bleibt nichts mehr übrig. Und du kriegst dein normales, altes Leben ja auch nicht mehr an der Garderobe wieder zurückgegeben, wenn du ein paar Jahre dieses Amt durchgemacht hast. Also das ist mir too much.